Hallo Leute, willkommen zurück zu God of War. Wir müssen hier weiter offenbar. Einen anderen Weg habe ich nicht gefunden im letzten Part. Und mal sehen, was uns hier erwartet. Wir müssen ja... Oh, jetzt wird es episch, glaube ich. Was ist das hier? Die Götter befehlen dem Pathos Verdes dem Dritten, ein Tempel für die mächtigste Waffe der Erde und des Olymps zu erbauen. Aha. Und hier? Das größte architektonische Werk der Welt. Der mächtige Titan Kronos ist bezwungen und trägt den Tempel der Pandora auf seinem Rücken gekettet. Ja, wir müssen ja, um zum Spiel zurückzukehren, den Titan Kronos finden, der einen Tempel auf seinem Rücken trägt. Als Qual, als Strafe, was auch immer, von den Göttern. Und in diesem Tempel müsste sich die Büchse der Pandora befinden, die wir benötigen, um Ares, den Kriegsgott, zu töten. Hier ist ein großes Horn. Ich glaube, das betätigen wir einfach mal. Wow. Wow, wir teilen den Sand. Ich äußere mich jetzt nicht dazu. Nee, ist in Ordnung. Mich will dazu gar nichts sagen. Wow, episch. Episch. Gibt's hier noch irgendwo was versteckt? Nö, sieht nicht da. Nee, doch nicht. Brauche ich irgendwas? Ja, ein kleines bisschen Energie könnte ich mitnehmen. Warum nicht? Weiß ja nicht, was jetzt kommt. Hier oben ist noch ein Horn. Und irgendwas versteckt vielleicht? Nein. Okay. Was jetzt? Was? Ach du Scheiße. Eine Menge großbusiger Weiber, die auf die Fresse haben wollen. Und seht da im Hintergrund, da ist Kronos. Da ist Kronos. So nicht. So nicht, meine Damen hier. So nicht. Weg da. Im Hintergrund seht ihr Kronos, der den Tempel auf seinem Rücken trägt. Mädels, ihr seid irgendwie total fies. Zu dritt gegen einen Kratos. Nur weil ihr große Brüste habt, oder was? Glaub ja nicht, dass das so in Ordnung geht. Glaub ich echt nicht. Zack. Und jetzt du hier. Bams. Immer mal was anderes hier. Dann gehst du. Wie viele von euch kommen bitte? 200 Millionen? 1000? Okay, du fällst einfach so um, durch. Was hat sie da gemacht mit mir? Ich weiß nicht, ich hab's geblockt. Deswegen war das sehr gut. Du noch. Zack. Tschüss. Glaube es... Ja, wie viele denn noch? Aber sie hier dürfte nicht mehr allzu viel aushalten. Und tschüss. Und bam. Ha. Schön getackelt. Ich habe Tackle eingesetzt. Wow. Was jetzt? Habe ich sie alle erledigt? Sieht so aus. Und da ist unser Horn wieder. Geht doch. Sich uns in den Weg stellen. So. Da ist die bedauernswerte Kreatur Kronos. Es ist jetzt die Titan Kronos. Denn Gott Zeus auf ewig... Was? Auf ewig in die Wüste, verdammte. Ja, er ist ein Titan. Steht ja auch da, ist in Ordnung. Er trägt den Tempel der Pandora auf seinem Rücken als Strafe. Auf ewig. Und dieser Tempel ist unser Ziel. Hallo, Kronos. Kronos, der letzte mächtige Titan,
stieg aus dem Wüstensand empor. Auf seinem Rücken wartete der gewaltige Tempel der Pandora geduldig darauf, alle herauszufordern, die seinen verborgenen Schatz suchten. Wow. Gigantisch. Einfach nur gigantisch. Wow. Drei Tage lang erklomm Kratos die steilen Berghänge. Er wusste, er würde entweder Pandoras Büchse finden oder in dem verfluchten Tempel sterben und die Welt der Menschen nie wiedersehen. Wow, stellt euch das mal vor, Kratos, dieser Überkrieger, ist drei Tage lang geklettert. Geh weg, Vogel. Geh weg, Vogel. So, hab ihn kaputt gemacht. Nee, Kratos, der Überkrieger, der klettert drei Tage lang, um diesen Tempel zu erklimmen. Ich meine, wie groß muss der bitte sein? Ich meine, wow. Ich meine, wow. Was sagt die Zeit eigentlich? Ah, 7 Minuten. Tempel der Pandora. Ja, ich würde eigentlich gerne die Aufnahmesession für heute beenden. Und deswegen würde ich es begrüßen, wenn ich in ungefähr 7 Minuten oder so einen Speicherpunkt finden würde. Aber mal sehen. Erstmal erklimmen wir diese epische Brücke. Und, oh Gott. Da oben rechts, da läuft jemand um das Feuer rum, das sieht man. Und dann weiß ich, glaube ich, was für Gegner jetzt hier gleich auftauchen werden. Was macht er da? Erstmal alles ansehen hier. Diese Truhen, die möchte ich noch da lassen, weil ich weiß, was kommt. Ich weiß, was kommt. Oder besser gesagt, wer. Nee, was trifft das eigentlich besser? Weil, ja. Hier eine hässliche Statue. Kann ich die kaputt machen? Nee, es klang gerade so, aber leider nein. Was ist hier unten noch? Noch eine Statue. Die sieht aber so aus, als könnte ich sie kaputt machen. Aber kann ich offenbar nicht. Ja, dann halt nicht. Wo gehe ich eigentlich hin, verdammt? Wo gehe ich hin? Moment, was ist das? Ich baue mir meine eigenen Treppenstufen. Schöne Idee, schöne Konstruktion. Wow. Ah, es geht schon weg, es geht schon weg, es geht. Ich glaube, das ist sogar der richtige Weg. Ach so. Du glaubst also, du könntest den Tempel der Götter erobern, was? Das hat mal niemand geschafft. Früher oder später werden die Harpyen deine Überreste zu mir bringen. Die Götter verbargen Pandoras Büchse hier, damit kein Sterblicher deren Macht fände. Und doch öffne ich jedes Jahr immer mehr Soldaten das Tor und häufe immer mehr Tote auf die Scheiterhaufen. An deiner Stelle kehrte ich um. Aber du scheinst entschlossen. Götter dir die Kraft geben, allen Gefahren zu trotzen. Viel Glück, Sparta. Okay, er hat uns das Tor geöffnet. Das ist eigentlich sehr freundlich von ihm. Aber was bist du, Alp? Was?
R2. R2! Da! Die Toten werden von den Harpyen hergebracht, verbrannt und als Feinde im Tempel wiederverwertet. Okay. Immer das Gleiche. Irre und Narren streben nach Ruhm. Ich weiß, wovon ich rede, wie man an einer etwas heruntergekommenen Erscheinung sehen kann. Ich wagte mich als Erster in den Tempel und fand den Tod. Die Götter strafen mein Versagen und nun muss ich all jenen dienen, die mir folgten. Okay, du siehst irgendwie ein bisschen, ja, kaputt aus, würde ich sagen. Ich nehme mal die Magie hier mit und gehe dann hier runter. Ja, genau, 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 die beiden, ich habe mich erinnert. Die sind nicht ohne. Und die nehmen uns die Möglichkeit, durchs Tor zu kommen. Die sollte man nicht unterschätzen hier. Die sollte man echt nicht unterschätzen, die sind echt übel. Nein! Man sollte am besten wirklich Poseidons Zorn einsetzen und dann beide gleichzeitig treffen. Die sind, glaube ich, wirklich blöde zum Bekämpfen. Also was heißt blöde? Sie gehen eigentlich, ja, aber ich weiß noch. Ich erinnere mich. Ich habe das Spiel zum ersten Mal bei einem damals sehr guten... Scheiße, ich habe keine Magie mehr, das habe ich gar nicht gesehen. Bei einem sehr guten Freund zum ersten Mal gespielt. Und hier hing er dann extrem fest. Ich habe mir dann das Spiel sofort geholt. Kam hier hin und dachte mir, das ist ja eigentlich total leicht. Wo ist sein Problem? Echt jetzt? Weil seht ihr? Wo ist das Problem? Der eine ist schon tot. Ist jetzt nicht so das Problem, diese beiden Typen hier zu bekämpfen, wollte ich gesagt haben. Au! Aber es kommen natürlich noch mehr. Oh, der eine ist tot. Du bist Nummer 3 hier. Nein! Bums. Ja, ich, kleiner Kratos, ramme diesen Ultratypen hier. Ich glaube auch. Nein! Nein! Nicht volle Kanne auf mich draufhauen, bitte. Nein! Und bam! Ja, mit dieser Combo mache ich echt am meisten Schaden hier. Du kannst mir gar nichts hier. Doch, ein bisschen was kannst du mir. Ich greife dich mal aus der Ferne an. Bam, bam, bam! Oh, es reicht schon. Es reicht schon. Jetzt einfach keinen Quatsch machen und dann bist du Geschichte. Perfekt. Gut. Das Tor geht auf. Halt, da ist auch noch was aufgegangen. Habt ihr gesehen? Da geht's auch noch irgendwo lang. Ah nee, das geht hier nur nach unten. Da war ich ja. Aber ich glaube, jetzt gibt es da rechts noch eine zweite Kiste. Die werde ich mir dann gerne holen. Ja, hier. Was will ich haben? Hier, Magie. Magie natürlich. Weil Energie habe ich fast keine gelassen. Also die Gegner haben mir noch Energie gegeben. Man muss es richtig betonen. Gut, wir gehen hier hoch. Die Tür wurde uns geöffnet. Also, wollen wir uns das mal ansehen hier. Wow, eine steile Treppe. Das ist mal Training hier, diese Treppe immer rauf und runter zu rennen, werde ich behaupten. Dann ist hier noch eine Kiste. Hier ist noch was. Ah, eine weitere Feder. Ich könnte vielleicht darüber springen, aber ich möchte es eigentlich nicht versuchen. Oder soll ich? Soll ich? Ah, ich habe Angst, es zu versuchen. Nee, es geht nicht, okay. Ich habe immer wieder zurückgezogen, nicht dass Kratos da im freien Fall runterdonnert. Es wäre nicht so cool gewesen, aber ich hatte dann den Mut, um es zu versuchen. Man kann da nicht runterfallen. So, öffnen wir mal dieses Tor hier. Irgendwie passiert nichts. Doch, jetzt. Episches Tor. Ein verdammt episches Tor ist das. Wow. Und... okay, das ist jetzt nicht so cool. Oh nein, solche Viecher. Oh nein, solche Viecher. Oh nein. Nein, nein. Mach einfach das hier. Ich hasse die Viecher, falls man es auch nicht mitbekommen haben sollte. Moment, zuerst ihr. Zuerst ihr.
Ich hoffe, ich treffe möglichst viele Gegner damit. Halt, das sind beide. Wow, ich habe... Wow. Nein. Ich hasse diese blöden Viecher. Echt. Weiß nicht, wie ich gegen die am besten ankomme. Aber immerhin habe ich hier Schussmunition quasi. Ich kann diesen Viechern hier das Zeug immer in den Kopf ballern. Alter, eine ist tot, glaube ich. Ja, der war in Ordnung. Und jetzt du? Ja, ja, einfach nicht vergraben hier. Einfach gar nicht die Chance dazu geben. Nein! Du hattest die Chance. Das war nicht cool. Das war echt nicht cool. Und stirb! Danke. Jetzt ist da was passiert. Ich gehe erstmal zum Auge hin. Kann ich nichts tun? Was? Ich wollte eigentlich noch gar nichts tun. Ja, schöne Inschriften. Irgendwas passiert jetzt. Okay. Okay, alles klar. Was steht denn hier? Im Buch steht's. Dieser Tempel wurde errichtet zu Ehren und auf Befehl des mächtigen Gottes Zeus. Möge der Tapferste die Rätsel lösen und Gefahren bestehen. Ein Mann wird die ultimative Macht erlangen. Alle anderen finden den Tod. Pathos Verdes 3. Hauptarchitekt und treuer Diener der Götter. Okay. Okay. Was hier noch so speziell? Eine Gravierung der Göttin Athene. Da kann ich bestimmt durch, oder? Da kann ich nicht durchbrechen. Offenbar nicht. Und da sind wieder zwei Eulen. Ich mag Eulen, was ich nicht schon gesagt habe. Gut, ich weiß, ich sollte eigentlich schon lange aufhören zu spielen. Die Ringe der Pandora. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Wir sehen uns hier ein bisschen um. Ah, die Ringe der Pandora. Hier ist schon mal ein Schädel. Scheint verschlossen. Die Tür hat eine Art schädelförmige Vertiefung. Kann ich nicht kaputt machen, offenbar. Was ist das hier? Das schreit nach Tod, also will ich da nicht hingehen. Aber wir merken es uns mal. Oder was soll ich tun? Nee, ich sage erstmal, Leute, das war's für heute mit God of War. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich mache gleich noch ein bisschen weiter. Mal sehen, was wir noch alles finden. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.